Also wenn die Eltern mit etwas nicht einverstanden sind, dann würde ich einfach mit den Kindern drüber sprechen und auch deren Meinung anhören. Am besten direkt darauf ansprechen. Ich finde, man soll ein offenes Verhältnis zu seinen Eltern haben und nicht viel verheimlichen, das macht es eigentlich nur schwieriger. Kommt auch ganz auf die Eltern drauf an, wie sie jetzt also ticken und so, ob sie auch... Es kommt auch davon, ob es das erste Kind, das zweite Kind oder so ist. Erfahrung. Ich finde, Eltern sollten auf die Kindern zugehen und mit ihnen reden und auch mal Strafen geben, wenn es nicht so läuft. Aber nicht sofort Strafen geben, sondern erst mit ihnen diskutieren, weil sonst die Kinder nicht mehr so mit den Eltern so einverstanden sind und dann sich immer aufregen über die Eltern, warum sie solche Strafen geben. Aber dann erst beim zweiten Mal, wenn es nicht klappt, dann Strafen aufgeben, weil dann kapieren die Kinder, dass sie was falsch machen. Also eine gute Strafe für mich ist, das Handy mal abnehmen oder eine Woche mal nicht spielen dürfen, also mit einer Konsole spielen dürfen. Und so checken das so gesagt ich und die anderen Kinder, dass wir uns anstrengen sollten, dass wir die dann wieder zurückbekommen. Eine blöde Strafe ist Hausarrest, weil wenn schönes Wetter ist, dass man dann halt rausgehen sollte und nicht hier drinnen sitzen soll. Mich einfach zu lassen, finde ich, dass man vielleicht einmal eine schlechte Erfahrung hat und dann weiß, ah, okay, das sollte ich jetzt vielleicht, jetzt sollte ich mich anstrengen und nicht die ganze Zeit, dass die Eltern nicht die ganze Zeit einen pushen, dass man das jetzt macht, weil das ist dann auch irgendwann nervig, sage ich jetzt mal. Und da muss man einfach diese schlechte Erfahrung machen, dass man weiß, ich mache es jetzt anders. Glaube ich, mit dem Kind reden, besprechen, was sie jetzt nicht so toll finden, aber dann auch dem Kind zuhören. Vielleicht hat sie irgendwelche Probleme oder hat eine Leidenschaft gefunden etc. Oder hat einfach nur Spaß daran. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dann miteinander eben spricht und dann auch nicht nur das komplett abschaltet, zum Beispiel ein Handy wegnimmt oder Zockverbot bekommt, sondern man sollte sich mit dem Kind besprechen und das vielleicht einschränken und nicht komplett abschalten. Zum Beispiel, wenn sie jetzt sagen, so ja, dass ich zu viel irgendwie am Handy hänge und ich soll lieber lernen, dann ist es halt öfters auch so, dass meine Mom dann reinkommt und dann nimmt sie einfach mein Handy ab, aber das macht mich sauer und sie ist ja auch sauer, weil, also ich verstehe es natürlich auch, weil sie will, dass ich lerne und dann bin ich am Handy und dann nimmt sie es mir halt einfach weg, weil sie ja auch sauer ist, aber mich macht sie ja dann auch wütend, weil sie einfach mein Handy wegnimmt, was halt ja mir gehört so und dann, also würde ich es immer besser finden, irgendwie, dass man sich dann halt so zusammensetzt und dass man irgendwie so zusammen eine Lösung überlegt und sie halt dann so sagt, ja, also mir gefällt es nicht so, dass du so viel am Handy bist und ich möchte, dass du dich mehr so auf die Schule konzentrierst, weil mir ist das wirklich wichtig, so es geht jetzt so aufs Abi zu oder sowas und du sollst dich einfach ein bisschen mehr so auf die Schule konzentrieren und dann würde ich sie auch besser verstehen, weil man will ja auch die Eltern ja auch glücklich machen irgendwie und die auch stolz machen und dann, wenn sie dann mit mir auch noch extra drüber reden, dann würde ich wissen, wie wichtig denen das ist und dann würde ich auch wollen, dass sie zufrieden sind und dann würde ich sie eben einfach gut verstehen können und dann würde ich mich wirklich selbst halt auch bemühen eben und ich würde mich da auch ernst genommen fühlen und ich finde es dann auch schön, weil ich dann immer weiß, was meine Eltern denken und was sie von mir verlangen und dann ist es einfach immer so ein generell offenes Gespräch so, ja. Einfach, wenn die glauben, so ja, vielleicht ist er bei den falschen Leuten, würde ich da jetzt noch nicht so rangehen, weil jedes Mal, wenn man ihn dann so ein bisschen anstachelt, so ja, ist aber nicht cool, wenn du jetzt wieder mit denen abhängst oder bitte mach doch jetzt nicht die schon wieder oder wo gehst du denn jetzt hin, das schiebt einen immer noch mehr in die Ecke. Und wenn es dann wirklich die falschen Leute sind, dann kann es ganz schnell sein, dass das Kind weg ist. Also nicht im Sinne von ganz weg, sondern einfach nicht mehr emotional zugewandt und nicht mehr zu greifen. Thank you.
Thank you.